Die Turnerinnen der TSG Leonberg blicken nach dem vergangenen Wochenende auf 4 spannende Staffeltage in der Bezirksliga des Schwäbischen Turnerbundes zurück. Nachdem sich die Mannschaft vom einen zum nächsten Staffeltag deutlich steigern konnte, waren bereits wichtige Weichen für den Klassenerhalt gestellt worden. Dennoch musste man am vergangenen Samstag beim 4. und letzten Staffeltag der Saison mindestens den 4. Platz erreichen, um das diesjährige Saisonziel nach dem Aufstieg im vergangenen Jahr sicherzustellen, den direkten Klassenerhalt in der Bezirksliga. Für den Wettkampf in Holzgerlingen hatten sich die Turnerinnen nochmals intensiv auf den bevorstehenden Wettkampf vorbereitet und zum Teil neue schwierige Elemente in die Übungen eingebaut. Der erste Durchgang startete für die Leonberger am Schwebebalken. Zum Einstieg in den Wettkampf eine große Herausforderung, da besonders an diesem Gerät die Nerven stabil sein müssen. Den Beginn machte hier Rebecca Schramm mit einer rundum gelungenen Übung und 10,4 Punkten sicherte sie die ersten wichtigen Punkte für Leonberg. Doch die anfängliche Freude wurde im Anschluss leider etwas getrübt. Die nachfolgenden Turnerinnen konnten ihre Übungen leider nicht fehlerfrei absolvieren, was einige Punktabzüge für Stürze einbrachte. Als letzte Turnerin ging Julia Nipitella für Leonberg an den Start. Dem Druck, eine möglichst fehlerfreie Übung zu absolvieren, konnte sie super standhalten und erturnte mit 12,73 Punkten die Tageshöchstwertung unter allen Mannschaften an diesem Gerät. Den Start in den Wettkampf hatten sich die Leonberger etwas reibungsloser erhofft. Doch sie ließen sich dadurch nicht beirren und gingen hochmotiviert in den zweiten Durchgang an den Boden. Theresa Schramm und Romina Stichler zeigten hier erstmals den neu erlernten Strecksalto rückwärts mit halber Schraube und meisterten diese Aufgabe mit Bravour. Romina Stichler wurde mit hervorragenden 10,85 Punkten belohnt und war zweitbeste Turnerin der Leonberger Mannschaft nach Julia Nipitella mit 11,35 Punkten. Auch die restlichen Turnerinnen zeigten hier in Summe sehr gute Leistungen und überzeugten mit tollen Choreografien. Im dritten Durchgang ging es an das Paradegerät der Leonberger. Nachdem Theresa Schramm mit 11,1 Punkten vorlegte, war die Messlatte sehr hoch gesetzt. Auch Lorraine Gehweiler erturnte im Anschluss 11,1 Punkte. Rebecca Schramm legte mit 11,27 Punkten nach. Romina Stichler konnte sogar noch eins drauflegen und erhielt für ihren Überschlag 11,47 Punkte. Gemeinsam mit Julia Nipitella, welche als letzte Starterin einen Yamashita sowie einen Yamashita mit halber Schraube zeigte, erhielten die beiden die Tageshöchstwertung unter den Teilnehmerinnen. Mit über einem Punkt Vorsprung holte man sich an diesem Gerät die höchste Mannschaftswertung des Tages. Mit diesem positiven Gefühl wurde der letzte Durchgang des Wettkampfes angekündigt. Für die Leonberger ging es an den Stufenbahnen, dem in der Regel schwächsten Gerät der Mannschaft. Das Wichtigste ist daher das möglichst saubere Durchkommen in den Übungen. Dies gelang auch weitestgehend, für eine kurze Schrecksekunde sorgte hier Julia Nipitella, welche beim Aufbücken drohte, vornüber zu kippen. Doch sie kämpfte ehrgeizig und konnte so einen Sturz abwenden. Mit ihrem Unterschwung Salto vorwärts als Abgang war sie mit 8,6 Punkten wiederum beste Leonbergerin am Gerät. Trotz des leider etwas missglückten Wettkampfbeginns am Schwebebalken konnten sich die Leonbergerinnen an den weiteren Geräten steigern und landeten am Ende des Tages überglücklich auf dem dritten Rang. Julia Nipitella zeigte erneut einen hervorragenden Wettkampf und landete unter allen 4 Kämpferinnen an diesem Tag auf Platz 2 in der Einzelwertung. Im Gesamtklassement bedeutet dies Platz 4 und somit den direkten Klassenerhalt in der Bezirksliga.